Also. Was bin ich? Wow. Gute Reaktion. Alter, hier. Da wäre ich nur ungern runtergefallen. Ja, ja. Scheiß drauf, verliere ich halt hier ein bisschen Leben, aber ich will jetzt schnellstmöglich hier zu dem Heino hin, weil ich keinen Bock habe, das noch ein drittes Mal zu machen. Wieder frei umherbewegen. Ja, nehmt diese Karte, schön, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Hoffentlich hat er sich auch Mühe gegeben. So, ich würde mal sagen, Bürger retten und Informanten-Herausforderungskram. Bam. Keine Münzen. Habe ich überhaupt Geld? Ich glaube nicht. Bürger retten! Yay! Oh. Bam! Gott sei Dank! Wieder so euphorisch! Huh. Ah, sehr gut. War das die letzte Bürgerretten-Mission? Nein, einmal gibt es noch welche, aber hier ist noch Flaggen einsammeln, wenn ich mich nicht ganz irre. Wieder zurück, Alter, ihr. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Am Arsch. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Oh, danke! Warum muss ich dafür jetzt Flaggen sammeln? Informationen. Anstatt dass er mir die einfach so gibt. Schneller zu sein. Oh, es geht schon los. Ach, ging wahrscheinlich unten los oder so ein Scheiß. Ja, habe ich's doch gewusst, ey, am Arsch. Wo geht's denn hier los? Ach, hier, okay. Jetzt heißt es sich beeilen hier ein bisschen. Ich hänge ein klein wenig hinterher. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Los, Kletter! Einsammeln! Geht doch. Ja, schaffe ich. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Ihr dürft nicht passieren. Juhu! Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter. Etwas hier. Über eine Minute, scheiße. Ist alles, weil ich mich anfangs verlaufen habe. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ich glaube, beim letzten Mal habe ich seine Armee einfach abgemetzelt. Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Alles klar. Das ist das letzte Ziel. Ups. Ja, das sollte so sein. Okay, da kann ich hoch. Hopp, hopp, hopp. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Ja, so komme ich ins Schloss rein. Und los, hopp. Uiuiuiui. Alter Schwede, das ist ja aber auch ein Drahtseilakt fast schon. Oh, oh Gott, ey. Oh, da drüben ist noch eine Flagge. Ganz unauffällig. Zack.
Oh cool, noch eine Flagge. Nee. Geht. Heide. So, Ruhe hier. Schert euch von. Ach klar. Nein, boxen wollte ich eigentlich nicht. Oh Gott, wie kam ich denn da noch gleich hoch? Ich glaube, das fing hier irgendwo an oder so. Oder auch nicht. Hier drauf. Zack, zack, zack. Zack. Ach ja, genau. Ja, eigentlich wollte ich eher... Ja, eigentlich... Eigentlich... Hä? Was geht ab? Hallo? Nein? Hoch? Scheiße. Wie war das denn jetzt noch gleich? Nee. Ach Mann. Scheiß. Okay. Das ist unheimlich. Scheiße, Mann, ich weiß nicht mehr, wie ich hier hochkam. Alter, das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Kann doch nicht so schwer sein, da ranzuspringen. Verarschen. Alter, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Ah. Alter Schwede, ey. So ein Scheiß. Ich will da doch nur hoch, Mensch. Nein. Nicht so. Nein, auch nicht so. Hoch damit die... Ach, Ruhe. Ja! Geht doch, Schlampe. So, alter Schwede, das war ja mal richtig nervig. Ich glaube, das Problem hatte ich schon öfters. Boah, so, hier kann ich hoch, ne? Jawohl. Und synchronisieren. Das letzte Mal hier in Arkon, bevor es ans Attentat geht. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Ja, und da war es dann auch soweit. Ah. Huh. Alles klar. Was liegt da an? Einmal Bürger retten. Kein Ding. Wow. Alter Schwede. Wie gut ich bin, ey. Gerade so einen Todessturz hier überlebt. Und dann direkt noch einen abgemetzelt hier. Ach scheiße, jetzt läuft meine Nase am Arsch. Ah cool. Gelehrte. Och klar kontert der mich aus. Ja.
Alter, wie die mich aufregen, dass sie immer kontern müssen. Konnte man nicht irgendwie auch einen Konter kontern? Oh. Oh. Nein! Ach, verdammt, zu spät. Da habe ich alle möglichen Tasten gedrückt. Ach, verdammt, so kann ich nicht sehen. Ah, Mann! Verpisst euch, ihr nervt! Verrecke! Oh, ja, jetzt geht doch. Jawohl. Der letzte? Ich hoffe es. Nee, nicht ganz, aber bald. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Jawohl, jetzt habe ich hier Partisanen, hätte ich fast gesagt, Gelehrte. Mit denen kann ich mich rein- und rausschleichen. Glaube ich. Oder zumindest eins von beiden. Ja. Damit hätten wir alles. Ich würde sagen, wir gehen raus. Ja, ich bin ja schon weg. Immer wieder witzig. Ich hab doch alles, ne? Ja. Sehr schön. Nicht, dass ich mich hier irre und da doch noch was machen muss. Aber das hatte ich ja schon früher eigentlich festgestellt. Und ein Stück runter geht's. Sehr elegant. Und weiter geht's. Uiuiuiui. Oh. Nicht viel besser. Scheiße, ey. Ne, da wollte ich eigentlich nicht hoch. Verdammt, muss ich aber. Ne, hier geht's. Hier geht's hoch. Und dann auch in die richtige Richtung. Jawohl. So. Ach, verdammt, da kann ich gar nicht durch. So, wo muss ich denn noch ganz hin? Ach, noch so weit. Scheiße, und das kann ich gleich alles nochmal laufen. So, sind wir bald mal da? Ja, ich, da kann ich es schon sehen. Sehr gut. Wer war das noch gleich in Arkon? War das die, die Schleimbacke, das Arschloch? Also der, der uns hasst, oder der mit dem Bart? Gab's überhaupt einen mit dem Bart? Oder war das denn Masyaf? Der alte Knacker. Wer war das hier? Doch. Rafik. Die Kunde eurer Rafik. Karten verbreitet sich schnell. Alles klar. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja. Wilhelm von Montferrat heißt der Mann. Ich habe den Befehl ausgeführt und mich mit Wissen gewappnet. Ich weiß nun, wie ich ihn erreichen kann. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Alles klar.